liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen. Alles im grünen Bereich, so hoppla, wie es sein soll. Mission, warten wir erstmal noch ein bisschen ab. Der ist mit der Ernte fast fertig, das sieht gut aus. Der kann mit der Sämaschine gleich loslegen und der hier ist jetzt am Grubbern. Dingsbumsen. Naja, ihr wisst schon, sagt's mir doch einfach. Kalken. So, jetzt haben wir es aber. Der kann loslegen. Der ist am Arbeiten. Der hat auch noch genug Kalk. Zumindest im Moment. Der mit den Sojabohnen kommt gut voran. Gut, und wir werden mal ganz, ganz dringend mähen müssen. Weil wir brauchen nicht die Silage, sondern die Gärreste. Wir brauchen Gärreste. Und damit wir die optimalerweise kriegen, so, sollten wir ein bisschen mähen. Ich denke mal so, mit dem Super-Ladewagen, mit dem neuen, reicht vielleicht sogar erstmal ein voller. Mal gucken, wie es von der Zeit her läuft. Wir gucken auch mal gleich, nimmt er alles gut auf? Jawohl. Also das klappt jetzt auch mit den großen Traktoren besser. Das war halt mit dem kleinen etwas blöd. Da hatten wir schon ein bisschen Probleme. Wenn ein großer Traktor vor dem kleinen Ladewagen ist, dass der auch alles aufnimmt, das war nicht ganz so optimal. Aber hier nimmt er alles wunderbar auf. Das heißt, das, was wir die letzten Male liegen gelassen haben, müsste er eigentlich jetzt mit zusätzlich aufnehmen. Damit kriegen wir dann auch eventuell noch ein bisschen was bonusmäßig dazu. Hier liegt ja überall oder an manchen Stellen dann doch nochmal so die ein oder andere Ecke rum. Und das werden wir uns einfach jetzt mit einkassieren. So, wir gucken mal. Aber auch hier, trotz 280 PS, der kämpft bergauf schon ziemlich. Also auch da brauchen wir, ja, wir brauchen stärkere Schlepper. Das hilft alles nichts. Ich stelle den mal hier auf die Fahrstufe 3, dass der nach Möglichkeit durcharbeitet. Und wir gucken jetzt mal schnell nach Schleppern. Am besten gleich Großtraktoren. Ja, da sehen wir aber schon hier in New Holland T7. 288 PS, dasselbe wie der Steyr. Also wir brauchen schon was Großes. Aber wenn wir dann zum Beispiel auf Case oder so gehen, 300.000 Euro, das ist eine Menge, Menge Geld. Das ist eine Menge, Menge Geld. So, ich glaube, der eine Helfer ist fertig. Das dürfte der Mähdrescher sein. Jawohl, wunderschön. So. Der hat jetzt noch ein paar Sojabohnen drin. Ich fahre immer in die falsche Richtung. Immer. Die bringen wir aber jetzt erstmal, würde ich sagen, nach Hause, beziehungsweise der Mähdrescher hat im Moment keine Arbeit. Wir gucken mal, welches Feld im Moment abgeerntet werden muss. Bei uns in der Ecke, wo wir gerade sind, gucken wir mal gerade, was da erntereif wäre. Das 15er ist erntereif. Was für eine Fruchtsorte ist da drauf? Ach, Baumwolle. Die können wir nicht ernten. Schade. Ansonsten sieht es erstaunlich mau aus. Gut, dann fahren wir erstmal mit dem Freund heim. Bringen die Sojabohnen mal ins Silo. Und ja, warten einfach auf die nächste Wachstumsstufe. Dann können wir da vielleicht dann mit Missionen weitermachen. Also 110.000 Euro fehlen uns noch. Deswegen, da müssen wir mal schauen. Aber wir hatten doch schon Erntemissionen drin. Da waren doch schon welche. Oder ist das alles nur Baumwolle gewesen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Weil die Felder sehen... Das sieht erntereif aus, da hinten noch nicht. Das hier sieht erntereif aus. Das da sieht erntereif aus. Wir gucken noch mal gerade. Nicht, dass wir da irgendwas versemmeln. Nee, ist tatsächlich nur die Baumwolle. Das noch eins, aber das ist Zuckerrüben. Können wir auch nicht ernten. Bringt natürlich viel Geld, ne? Die Zuckerrüben. Aber da haben wir vielleicht, wo müssen wir es hinbringen? Gemüselager. Nee, da kriegen wir das Problem mit dem Abgeben. Nee. Dann bringen wir den erstmal nach Hause. Dann warten wir lieber, ob vielleicht mit viel Glück das Feld 9 erntereif wird. Das wäre Raps. Bei der 11 weiß ich gar nicht, was drauf ist. Aber wir gucken mal. Was wir natürlich noch bei Gelegenheit machen könnten, wie gesagt, uns in Richtung neuer Drescher orientieren. Aber ich würde zumindest gerne ein anderes Projekt noch vorziehen. Weil das andere Projekt bringt uns nicht nur Gülle und Mist, sondern auch Geld. Und zwar rede ich vom Kuhstall. Ich würde ganz gerne mit den Kühen anfangen.
Deswegen, da müssen wir mal schauen, was und wie wir das am besten machen können. Na gut, wenn du eh schon so schlitterst, dann machen wir das so rum. Dann können wir den erstmal abtanken. Das, wie gesagt, können wir dann direkt ins Silo reinbunkern. Ja. Jetzt haben wir ja auch genug Sprit, dann können wir eventuell auch gleich mal voll tanken wieder. So, das sieht auch gut aus. Und ich glaube, ja, auch hier, man sieht, es füllt sich so langsam. Ja, so langsam tut sich hier was im Silo. Da kriegen wir schon so das ein oder andere rein. Wir müssen ja auch jetzt nicht um jeden Preis irgendwas einfach verkaufen. Also, wir haben es ja nicht eilig. Ja. Wir haben ein Power-Silo, da können wir also mehr als genug machen. So, das Rohr klappen wir ein. Düngerproduktion dürfte wieder eingestellt sein, weil noch keine Gärreste. Und Mist und das andere dauert einfach noch ein bisschen. So, dann füllen wir hier mal Sprit nach, den wir da brauchen. Ja, einmal Diesel. Weil da werden wir eine ganze Menge von brauchen. So, der ist voll. Gut, und dann sind wir mit dem eigentlich auch so weit vorbereitet für die nächste Arbeit. So, kurzer Blick. Einsaat auf der 16 läuft gut. Der ist leer. Das ist doof. Also müssen wir doch noch einmal runterfahren. Dann machen wir das auf die Schnelle. Fahren wir noch einmal runter, noch einmal voll machen mit Kalk. Das müsste dann für die 17 und für die 6 reichen, denn ich gehe mal von aus, auf der 6 brauchen wir auch Kalk jetzt. Gehe ich von aus, Bodenbeschaffenheit. Nee, auf der 6 brauchen wir noch keinen Kalk, nur auf der 17. Gut, dann können wir da. Aber wir holen trotzdem voll. Ist egal. Dann lagern wir den Kalk zwischen, falls wir ihn wieder brauchen. Dann haben wir ihn einfach da. Das ist, denke ich mal, okay. So, hier drüben, wie gesagt, die Einsaat läuft. Der kann danach gleich auf die 17 einsehen. Das ist gut. Und wenn der mit dem Kalken fertig ist, dann geht es eigentlich auch schon wieder ans Düngen. Deswegen müssen wir gucken, dass wir eigentlich mit dem Gras weiterkommen. Ah, ich möchte nicht unbedingt so viel Dünger kaufen jetzt. Und ich möchte natürlich auch, dass die Produktion mal richtig in die Puschen kommt, ne? Das ist im Moment noch so ein bisschen schleppend. Gerade wenn wir dann Düngemissionen machen, da müssen wir schon schauen, dass das Ding eigentlich permanent am Laufen ist. Da müssen wir schon ein Auge drauf haben. Also Silage ist ja erstmal noch nicht ganz so wichtig. Obwohl, wir könnten die Silage natürlich verkaufen. Das würde uns, denke ich mal, noch ein bisschen extra Geld bringen. So. Achso, erst aufmachen. Jetzt können wir Kalk füllen. So, einmal bitte Kalk auffüllen. Das läuft auch so. Wir gucken nochmal, ob sich auf den Feldern schon was getan hat. Ne, ist noch nichts erntereif, aber die 9 wird erntereif bald. Verdorrt und verfault. Oh, da kriegen wir. Es sind viele Grubbermissionen. Aber Grubbern will ich eigentlich nicht machen. Nee, Grubbern will ich nicht machen. Da habe ich keine Lust drauf. Das lohnt sich nicht. So, der ist voll. 2500 Euro. Ja, das ist nicht das Problem. Ich denke mal, es wird einiges an Kalk übrig bleiben. Die 6 brauchen wir ja zum Glück nicht kalken, also nur die 17 fertig. Den Rest lagern wir dann sozusagen in unserem Unterstand ein. Und dann, ja, müssten wir eigentlich schon gucken, dass wir langsam an die Düngerproduktion kommen. Das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Aber Kalk haben wir jetzt erstmal genug. Da brauchen wir uns die nächste Zeit nicht mehr drum kümmern. Wie gesagt, das lohnt sich auch nicht, die werde ich auch nicht holen. So sehr ich Produktion mag, aber Kalk, nee, brauchen wir nicht. So, dann fahren wir einmal zur 17 rüber. Dann kann der da weiter werkeln. Und
Ansonsten sind wir mit allem eigentlich soweit gut bei. Mähdrescher ist auf Station vollgetankt. Einsatz läuft. Dann können wir eigentlich mit der Wiese weitermachen. Das klingt doch gut. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, das ist nicht mehr so viel. Wir haben schon über die Hälfte. Also, das reicht vom Kalk locker aus. Und dann kümmern wir uns erstmal wieder ein bisschen um Wiese, dass wir ein paar Gärreste reinkriegen. Deswegen wäre natürlich auch interessant, sich die BGA zu holen. Ne? Da würde man natürlich Gärreste ohne Ende reinkriegen. Aber das ist später ein Großprojekt, was ich machen möchte. Da kommen wir dann später dazu. So, Helferle. Go. So, und wir werden hier loslegen. Ups. Hä? Jetzt gemacht. So. Okay, falsch gedrückt, aber kann passieren. So, 11.000 Wiese, das ist gut. Hier ist natürlich auch noch ein bisschen, ja, nicht so toll zugewachsen, das Ganze. Das ist um die 16 rum natürlich deutlich besser, weil hier sind doch öfter mal Löcher drin. Aber es kommt trotzdem ein bisschen was rum. Ja, hier, das sieht schon wieder dichter aus, das ist gut. Das dürfte jetzt ein bisschen zügiger laufen. Ja, da purzelt das Gras schon rein. Und dann können wir echt mal schauen, ob wir vielleicht doch noch ein bisschen Silage verkaufen. Ich lasse den mal gerade auf Tempomat laufen. Wir gucken mal gerade, wo der Preis für die Silage steht. 287, ja. Hat sich noch nicht so wirklich erholt. Okay, was war das jetzt? Ah, das war Frauchen. Müssen wir gleich gucken, was Frauchen da will. Oh, was hast du denn da gebaut? Cool. Du musst jetzt gerade mal schnell schauen, was er da gebastelt hat. Hä? Geil. Das sieht ja echt cool aus. Frauchen hat sich da aus dem einen Lichtschacht hat sie da Pflanzen reingemacht. Das sieht richtig cool aus. Das ist echt geil. Das ist cool geworden. Ja, das ist echt schick geworden. So, und wir haben schon 24.000 Liter drin. Der andere wäre voll. Wir können immer noch pumpen. So muss das sein. So muss das sein. So, 77%. Boah. Guck mal, dass wir hier noch ein paar Liter mitnehmen. So. 82. Boah, das geht voran. Kein Zugang zu diesem Land. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht so in dem Sinne. So, machen wir mal alles aus. Und dann können wir hier die Produktion wieder ein bisschen füttern. Dann kann nämlich auch wieder Gärreste bauen und alles andere machen. So, wir tanken mal gerade ab. Stopp, stehen bleiben. So. Ah, Produktion läuft erstmal wieder. Das ist gut. Jetzt bin ich gerade überlegen. Kippe haben wir doch irgendwo jetzt leer gehabt. Ne? Wir brauchten den doch im Moment gar nicht. Nee, der steht da. Dann könnten wir das so machen. Ah, weil ich bin gerade überlegen, ob wir noch eine Fuhre Silage wegbringen. Aber wenn der Preis so blöd ist bei 287, das sind... Oh, 6.000, 8.000, vielleicht 8.500 Euro. Das lohnt sich eigentlich nicht so wirklich. Auf der anderen Seite, jedes Geld ist natürlich gut, was wir reinkriegen. Aber wir bräuchten dann den JCB, weil das wird schwierig, da oben durchzukommen im Prinzip. Nee, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Gut, dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Einsaat läuft. Okay, der Kalker ist bald fertig. So, hier gucken wir jetzt nochmal, wie es mit den Reifestufen aussieht. Ja, da tut sich noch nichts. Abgeerntet, abgeerntet, abgeerntet. Die 9 wird bald fertig. Oh, ich könnte wetten, dass wir das Rapsfeld hier oben als Mission kriegen. Das wäre natürlich perfekt. Das wäre perfekt. So, da müssen wir zum Glück nichts machen. Hier ist der Kalk fast fertig. Das heißt, die Sämaschine kann von der 16 auf die 17 rüber.
Da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Ja, und man sieht auch schon hier im Moment Ernten, Feld 15, das ist halt die Baumwolle. Und hier unten hätten wir noch Feld 21, das ist ganz da unten das. Das ist ein riesen, riesen Feld. Aber gut, bringt 42.000, aber Gemüselager. Und das mit der großen Menge. Wenn ich jetzt wüsste, was da noch für. Oh, Einsaatmissionen haben wir noch hier. Mais können wir nicht, Mais können wir nicht. Zuckerrüben können wir auch nicht. Ah, können wir hier ein paar neue Missionen dazu schmeißen, das ist gut. Alles Einsaat. Zuckerrüben, Raps, das ginge, aber wir brauchen unsere Sämaschine selber. Nee, das macht keinen Sinn. Das bringt gar nichts. So, der ist hier in der letzten Spur, das ist gut. Dann kann der nämlich gleich auf die 17. Wir müssen dann überlegen, was wir auf der 17 einsehen. Ich würde sagen, wir machen Sojabohnen. Weil mit Stroh brauchen wir nichts. Hier haben wir jetzt die Gerste, die bringt nochmal Stroh. Und Sojabohnen sind, denke ich, im Verkauf ganz in Ordnung. Da reden wir von 1300 Euro. Der Raps ist nämlich gerade ein bisschen runtergegangen. Hafer ginge auch noch einigermaßen, aber dann hätten wir wieder so viel Stroh nicht. Also ich würde sagen, wir machen Sojabohnen drauf. Sojabohnen klingt vernünftig. So, vom Saatgut und vom Dünger müsste das reichen. Das heißt, Sojabohnen einmal starten. Fahren wir den gleich rüber. So, müssen ja auch noch ans Unkraut denken. Oh, Pflanzenschutzmittel. Aber ist ja zum Glück auch nicht so teuer. Ich denke, das werden wir. Gut, wenn wir natürlich was mit Unkraut hätten, okay, aber die Unkrautmission, die wir da alle sehen, das ist ja immer mit diesem blöden Striegel, ne? Und der Striegel, das. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, nee, das will ich mir nicht holen, extra nur um eine Mission zu fahren. Das macht keinen Spaß. Dann sind wir immer auf die Mission angewiesen, damit er sich da finanziert. Nee, das Geld können wir besser rausschmeißen. So, Helfer Go, Sojabohnen drin, alles läuft. Wunderschön. So, der ist mit Kalken fertig. Kommt natürlich auch genau richtig, der Moment. Also einmal zuklappen. Und wir können direkt runter zum Hof. Den Kalk werden wir dann direkt, würde ich sagen, in den Unterstand lagern. Ich hoffe, ich denke da nur beim nächsten Mal noch dran, dass wir Kalk haben. Nicht, dass ich das verpenne. Aber es sind eh nur noch 4000 Liter. Aber wenn wir nur alle drei Ernten düngen müssen, würde das vielleicht sogar für das Feld 6, für das Feld 6 unten reichen. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir mit dem Dünger vorankommen wieder. Wir brauchen Dünger, 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 Dünger. Da steht noch ein bisschen. Den brauchen wir aber für die Sämaschine, weil die muss noch ein bisschen was einsehen. Da weiß ich auch nicht, ob das so hinhaut oder nicht. So. Und den Freund hier werden wir mal rückwärts ranfahren. Und sagen hier entladen. Nicht genug Platz zum Abladen. Was? Wieso das? Wir sind in der großen Halle. Wieso ist da kein Platz zum Abladen? Nicht genug Platz zum Abladen. Ihr seid ja bekloppt. Dann stellen wir es hier vorne hin. Dann machen wir es hier. Tankstelle brauchen wir sowieso nicht. Da. Einmal abladen. Jetzt ist leer. Und wegen drei Paletten. Echt jetzt. Da sagst du kein Platz zum Abladen. Ey, ich krieg die Tür nicht so. Unglaublich. Unglaublich. So, dann stellen wir den Düngefreund mal mit geöffnetem Schild hier unter den unter unsere Maschine. Und dann schauen wir mal, ob der schon ein bisschen was hat. Ja, 450 Liter, das ist natürlich wenig, ne? Sehr wenig. Dafür können wir jetzt aber unseren, ich sehe gerade nichts, so, unseren kleinen Hobbitouch hier nehmen. Dafür ist er geeignet. Dafür ist er geeignet. Und können Gülle schon mal wieder nachfüllen und Gärreste können wir, glaube ich, auch nachfüllen. Weiß nicht, ob der schon viel produziert ist, aber ein bisschen was wird gehen. Einfach mal umfüllen. Tut ja nicht weh. So. Einmal Gülle, 93 Liter, wie süß. Da lohnt sich das Pumpen gar nicht. Sag mal, ihr Schweinchen, was macht ihr denn da? Seid ihr so schwach oder noch so wenig? Oder, ja gut, 8 Schweine. 17 Stunden kommt da das nächste. Und das ist auf 30 Stunden runter. Ansonsten haben sie alles bei guter Produktivität. Das heißt, wir müssen noch Schweinchen kaufen. Wir haben noch zu wenig Schweine.
Kurzer Blick, 3 und 5. Dann machen wir das jetzt mal ganz anders. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe nämlich die Schnauze voll hier andauernd zu gucken, wann, wie, wo. Dann sollen die einfach ein bisschen Gummi geben hier. So, dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Mist raus. Das geht ja gar nicht hier. Dass das so ewig dauert, bis da mal 3 Liter Gülle und Mist rauskommen. Da ist, bei Mist ist so fast gar nichts drin. Das ist, so kann ich nicht arbeiten. Nein, so kann ich nicht arbeiten. So, Spritproduktion ist alles gemütlich noch. Da fehlt nur der Raps. Das ist aber kein Problem. Saatgut ist okay. So, hier einmal die 3 Liter Gülle weg. Ist natürlich lächerlich. So, dann einmal gucken, ob wir Gärreste haben. Vielleicht so ein paar Literchen schon da. Joa, das sieht gut aus. Das ist doch schön. So, packen wir mal die Gärreste da rein. Das ist natürlich jetzt auch noch nicht viel, aber er kann zumindest wieder produzieren. Ja, wir müssen jetzt am Anfang halt echt gucken, dass wir alles, was geht, hier verwenden. Später, denke ich mal, wird das dann ein bisschen einfacher werden. So. So, damit dürfte die Produktion eigentlich wieder anlaufen bei dem Dünger. Jawohl, Dünger ist aktiv. Ist natürlich nicht viel, aber okay, 100.000 Liter gehen rein. Oh Mann, wir brauchen viel mehr. Wir brauchen viel mehr Zeug. So, kurzer Blick auf die Karte. Noch nichts erntereif, außer dieser komischen Ding mit der Baumwolle. Oder wollen wir uns diese Baumwollmission mal antun? Ich weiß gar nicht, bringt die viel? Einsatz, Einsatz, Einsatz. Düngen, 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 ernten. Die 15.000. Das ist nicht viel. Das bringt nicht viel. Aber Baumwolle könnte natürlich am Ende noch ein bisschen Kohle bringen. 1000 Liter, nee, das bringt nichts. Nee, das macht keinen Sinn. Das bringt nicht wirklich was. Das ist unsinnig. So, ansonsten sind wir eigentlich jetzt erstmal soweit durch. 41 Liter, toll. Ja, wieder einfüllen. Haha, süß. Der kann nichts machen. Da sind wir noch am Warten. Der ist fleißig dabei. Ich denke, das wird vielleicht sogar reichen hier. Jo, dann werden wir einfach eins machen. Wir werden noch eine Runde mähen. Vielleicht vorzugsweise mit dem Ladewagen dran. So. Ich habe gehört, das soll ein bisschen besser werden. Ansonsten sind wir echt mit allem bei. Gut. Aber wie gesagt, ich will auch nicht Missionen jetzt um jeden Preis machen, einfach so. Nee, das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Das muss nicht sein. So. Ich denke mal, so kriegen wir aber noch ein bisschen was rein. Ihr seht, das ist schon schön hochgewachsen. Da müssten wir eigentlich hier um die 16 rum einiges zusammenkriegen. Da ist auch das, was alles noch liegen geblieben ist. Oh ja, das sammelt er jetzt auch schön mit auf. Das ist gut. Das ist gut. Das hat er alles, soweit ich es gesehen habe, mitgenommen. Das ist natürlich perfekt. Das war das Problem, wo wir mit dem falschen Traktor und dem kleinen Ladewagen unterwegs waren. Der hat einfach zu viel nebendran gelassen. Aber gut, das können wir jetzt alles mitnehmen. Also, es geht nichts verloren. Das liegt immer noch da. Und jetzt gucken wir mal. Oh ja, da geht es richtig rund. Ja, ist doch optimal. So, und da ist aber auch nicht so viel, ne? Ah, hier links ist besser. Ach, wir haben schon wieder 7000 Liter drin. Oh, und dann rechts liegt das Zeug, was ich liegen gelassen habe. Oh, da muss ich ein bisschen gucken, da ich das am besten alles mit aufnehme. Ist natürlich so schwer zu sehen im Moment. Deswegen, ich mag dunkel nicht. Da sieht man viele Sachen einfach zu spät oder gar nicht. Also ich meistens zu spät. Hier in der Kurve ist auch noch einiges, was liegen geblieben ist. Das können wir jetzt schön mitnehmen. So, das lohnt sich doch wenigstens hier dann mal die Fahrt. Ja, 12.000 Liter, da kommt schon mal wieder ein bisschen was bei rum, ne? So, und für die Investition selbst haben wir jetzt die Hälfte vom Geld zusammen. Ja, ist eine Menge Geld, was wir haben, aber es reicht noch lange nicht für das aus, was ich machen möchte.
Deswegen, da muss noch ein bisschen mehr her. So, aber zumindest können wir hier gut mähen. Sind schon bei 46%, das ist schick. Gehen hier mal ein bisschen nach innen, weil da ist noch gemäht, aber noch nicht ganz hochgewachsen. Will natürlich schon schauen, dass wir hier im Prinzip den optimalen Platz nehmen. Oh, 52%, 53, 54, 54, jawohl, geht. Dann hat zumindest die Maschine vorne mal ein bisschen Arbeit wieder. Das ist doch okay. Also wenn das mit unserem Grasbedarf so weitergeht, dann überlege ich ja schon fast, ob wir uns ein Big M holen. Einmal einen großen, großen Ladewagen dran und dann ist gut. Dann wären wir ganz schnell aus dem Schneider. Oder wir gehen unten an die BGA. Also da habe ich auch noch eine Idee. Da muss ich aber noch ein bisschen kalkulieren. Aber wenn das so hinhaut, wäre das natürlich auch nochmal eine coole Geschichte. Wie gesagt, mir geht es nicht so in erster Linie nur um die Silage, um die zu verkaufen, aber wir könnten auf alle Fälle gut Geld verdienen und würden, wie gesagt, unseren Dünger halt selber produzieren ohne Ende, ne? Weil wir bräuchten eigentlich was, wo wir definitiv mit Gärresten arbeiten. Oder wir müssten halt auf die Kühe gehen, dass wir Mist und Gülle zusammenkriegen. Deswegen habe ich jetzt noch ein paar Wutzen geholt, dass wir da hoffentlich ein bisschen schneller mal zu Mist und Gülle kommen. Weil da hätten wir den kürzesten Weg. Das wäre natürlich der einfachste Schritt. Aber das müssen wir uns dann entsprechend noch gemütlich im Auge behalten. So, wir gucken mal gerade. Können wir erkennen, Feld 9 ist immer noch nicht erntereif. Da hinten sieht man es gelb rausgucken. Also noch keine Wachstumsstufe durch. Brauchen wir also wegen Mission in dieser Folge uns keine Sorgen machen. Kann der Mähdrescher sich mal ein bisschen erholen sozusagen, mal eine Runde ausruhen. Aber zu lang stillstehen sollte er natürlich nicht, denn wir wollen ja Geld verdienen. So, und jetzt sind wir schon bei 92%, also das heißt gleich wieder ein voller Kipper, sprich Ladewagen. Das ist gut. Oh, hier liegt viel. Ich nehme mal gerade das Mähwerk hoch, das will ich mir noch einsammeln. Weil das ist noch eine ganze Menge Zeug, was da liegt. Das ist noch richtig viel Zeug. Da liegt ja auch, Gott, liegt da noch Zeug rum. Schaut mal, was da noch reinkommt. Das war schon einiges. So. Gut, dann haben wir das auch durch. Das geben wir dann. So, falsche Taste gedrückt. Das geben wir dann gleich in unseren Fermenter rein. Und dann kann der da schon mal wieder weitere Gärreste produzieren. Ja, wie gesagt, der produziert eigentlich relativ schnell. Hat schon wieder 300 Gärreste zusammen, das ist gut. So, das geben wir hier mal ab. Sofern wir es denn können. So, jetzt können wir. Sieht gut aus. Die 6 müssen wir natürlich noch bearbeiten, da brauchen wir aber nichts. Das zweite Düngen müssen wir dann noch machen. Ich befürchte ja schon fast, dass wir wahrscheinlich doch noch eine Runde Dünger einkaufen müssen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht so sicher. So, fahren wir noch einmal rum. Nehmen Sie die letzten Gärreste mit. Das sieht jetzt ein bisschen nach Pfennigfuchserei und Krapserei raus, aber das ist auch so eine gewisse Sache des Stolzes. Ich will einfach jetzt schauen, dass wir nach Möglichkeit, wie gesagt, selbst produzieren, dass wir so wenig wie möglich kaufen müssen. Und wenn das nur 1000 Liter sind, dann sind das trotzdem schon wieder ein bisschen Geld, ne? Und gerade mit dem Kleinkram sparen wir natürlich das Geld aus. So, sieht gut aus. Wir gucken in die Produktion rein. So. Jetzt gucken wir mal gerade, die ist aktiv. 800 Liter, 266 Liter, also da es kommt ein bisschen was zusammen. Das ist jetzt im Moment natürlich noch extrem wenig. Aber ich hoffe natürlich, dass wir da später noch ein bisschen mehr zusammenkriegen. Bei der Düngerproduktion Status 2, da haben wir ein bisschen Gülle, Mist haben wir gar nichts. Also da müssen wir natürlich auf die Tiere hoffen, die sich jetzt doch auch demnächst ein bisschen zügiger vermehren.
und hoffentlich dann auch ein bisschen mehr produzieren. Bei unseren Hühnchen sieht es ganz geschmeidig aus. Das ist alles gut. Ja, 1500 Liter Eier ist auch in Ordnung. Da kann man nicht meckern. So, mal gerade gucken. Oh, 569, da kommen wir natürlich noch nicht wirklich weit mit. So, Einsaat läuft. Haben wir schon fast das halbe Feld drin, das ist gut. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich im Moment echt nichts zu tun. Das ist unglaublich. Wir haben echt nichts zu tun. Das ist, ach Gott, wie süß, dass es das auch noch gibt. Keine Arbeit für den ollen Solaris. So, 50.000 sind noch drin. Silage sieht gut aus. Da können wir jetzt natürlich nochmal überlegen. Thema Kipper. Also, wir haben ja unseren Freund Lizard im Moment. 30.000 für 42. Das ist nicht mal viel mehr. Kriegen wir aber schon einen Kipper, der 40.900 Liter fasst. Das wäre eine coole Sache. Das wäre eine coole Sache. Gut, hier sind natürlich noch größere. Was kostet der? 42. 42. So, für 42 kriegen wir hier im Standardsegment 39.000 Liter. Ah ja, gut. Oder wir würden auf Agroliner gehen. Aber ich würde am liebsten gerne den Big Body holen. Der wäre mir doch sehr recht. Da möchte ich mit der Einsaat nochmal was gucken. Wir haben jetzt im Moment die Horsch Pronto 9DC mit 9 Metern. Und 270 PS brauchst du. So, die nächstgrößere wäre die Estrela. Oder dann die Condor. Die Condor fände ich eigentlich cool. Braucht 270 PS, das würde der Steyr schaffen. Macht auch direkt Einsaat, Düngen, alles drum dran. Hat einen etwas größeren Tank natürlich und 15 Meter Arbeitsbreite. Ich glaube, was Größeres gibt es in dem Sinne auch gar nicht. Ne? Doch, hier gibt es noch eine mit 18 Metern, aber die braucht 450 und kann nicht düngen. Oder? Nee, die kann nicht düngen vorher. Der könnte düngen und einsehen, aber das ist doch nur ein Zusatztank. Och, lieber Gott. Nee, das ist unsinnig. Und dann haben wir hier Seehorn-Aircat. Auch nur Zusatztank. Nee. Zusatztanks bringen uns nicht viel. Das ist nicht so gut. So, Mähdrescher weiß ich nicht. Ansonsten könnten wir überlegen, ob wir uns vielleicht noch eine kleine Maschine für Einzelsaat holen, so eine 6 Meter. Dann könnten wir zum Beispiel auch Mais, Sonnenblumen. Kann auch Sojabohnen, ist ja süß. Baumwolle. Oh, die könnte viel machen. Aber ist die Frage, ob sich das für Missionen lohnt. Ich glaube, nein. Ich glaube eher nein. So, auf der 17 geht es rund. Ansonsten sind wir eigentlich durch. Viel können wir im Moment nicht tun. Also ist das eigentlich ein optimaler Zeitpunkt, um zu sagen, wir lassen denen die Spur noch fertig fahren. Falls wir dann doch einen Wachstumsversatz bei Beginn der nächsten Aufnahme kriegen, haben wir aber hier schon mal mehr als die Hälfte drin. Also von dem Punkt sind wir mit den Spuren eigentlich ganz gut dabei. Und dann geht es hier mit der Einsaat der Sojabohnen weiter. Ich befürchte nur langsam, das wird nicht für das ganze Feld reichen. Das müssen wir uns angucken. So, Helfer nehmen wir raus. Ich glaube, da müssen wir nochmal nachfüllen. Aber wir lassen den erstmal arbeiten, so gut wie es geht. Weil so weit wie wir kommen. Dann ist auch ein bisschen Dünger wieder produziert. Weil da haben wir jetzt noch ein paar hundert Liter, die wir uns reinfangen können. Das ist halt traurig, aber gut, es geht. Es geht langsam voran. Ne? So ist es ja auch nicht. Also wenn wir jetzt hier mal gucken, ja, ist ja einmal kurz reingestreut und fertig. Da ist auch schon wieder leer. Ne? Da ist schon wieder Ende. Also das war jetzt nicht die Welt. Wir müssen einfach gucken, dass wir hier Rohstoffe zusammenkriegen. Anders geht's nicht. Flüssigdünger will ich eigentlich erst gar nicht machen. Da bräuchte man noch ein bisschen Wasser. Und natürlich normalen Dünger, klar. Aber da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, auf den Flüssigdünger. So, der ist immer noch aktiv. Ihr seht, der produziert ohne Ende, weil wir da einmal was reingepackt haben. Beim Diesel ist aus. Da bräuchten wir wieder ein bisschen Raps. Aber Silage müssen wir leer machen. Die ist fast voll. Und Diesel haben wir noch 10.800 Liter. Also auch noch kein Grund zur Sorge. Und in dem Sinn sage ich für heute mit einem Blick in den, ja, schönen Vollmond und auf unseren Hof hier. Sieht eigentlich schon ganz schnuckig aus so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben.
Bis morgen, dann gibt es eine neue Folge. Dann ackern wir hier wieder ein bisschen weiter und in dem Sinn, macht's gut. Servus und tschüss.